Also Jules, was ist heute passiert? Du betreibst hier die Art Academy im Tacheles? Und heute ist auf jeden Fall eindeutig bewiesen worden, dass wir nichts mit Martin Reiter und seiner Diktatur zu tun haben, dass wir nicht die Tacheles Stiftung sind, sondern dass wir die Tacheles Art Academy sind, dass wir ein Ort für Bildung sind und dass wir jeden Tag offen haben. Wir machen das seit drei Jahren jetzt, ein Non-Profit-Projekt und umsonst. Und heute bin ich halt kurz 10 Minuten raus, einen Kaffee trinken, und als ich wieder zurückkam, ich habe ja noch mit Antonio sprechen können, in einer Sache von 10 Minuten, Antonio ist 5 Minuten vor mir, er konnte noch reinkommen, dann war ich hier und plötzlich stand ein Security vor meiner Tür. Ich habe dem Security gesagt, dass ich hier eine Tagesschule mache und dass ich Studenten habe, heute Leute kommen bei mir zur Schule, wir haben hier eine Schule, wir haben einen öffentlichen Raum, wir kommen 10 verschiedene Künstler zusammen, um unsere Wissen mit anderen zu teilen. Wir verlangen nichts dafür und dass wir heute die Schule aufmachen, dass die Schule einfach nicht zu sein kann und dass ich die Schule einfach aufmachen würde. Und ich habe mich da durchgesetzt und habe ihm auch gesagt, ich wohne hier, ich bin angemeldet, ich passe auf diesen Ort auf und dann muss er mich durchlassen. Und jetzt kann man auch die anderen, der Schulze, da kam auch der von der Harz-Nordbank, hier die Verwaltung. Und ich musste ihnen halt die Papiere zeigen. Ich habe ja einen Vertrag damals vom Tacheles e.V., weil ich mich ja damals, nachdem sie dich mit Berlin gegen Krieg boykottiert haben, habe ich ja einen Platz hier klar gemacht, damit wir weiter aktiv, kreativ für alle sein können. Und dann vor 3 Jahren musste ich ja diesen Platz besetzen, weil Martin Reiter halt das Ganze privatisiert hatte und weil er einfach nicht die gleichen Interessen. Ich vertrete die Ostinteressen. Wir haben immer noch das ewige Ost-West-Konflikt. Ich möchte, dass das Dach ein sozial-kulturelles Projekt ist. Der Raum gehört mir nicht. Der Raum ist ein kollektiver Nutzraum. Wir sind anders als die anderen, wir haben kollektive Räumlichkeiten. Und ein Teil ist eine Schule und ich habe das heute klar gemacht. Ich habe das auch dem Schulze gesagt und ich habe ihm gesagt, ich möchte gerne bleiben. Ich möchte eine Schule, eine freie Schule für Mitte. Ein Ort, wo, egal ob du jetzt Abschluss hast oder nicht, wo jeder kommen kann, wie früher ein Begegnungsort für Frieden in der Welt schaffen. Und dass ich dranbleiben werde. Und das ist das, was heute passiert ist. Ich habe es ihm auch gesagt, ich muss ihm halt auch mein Telefon jetzt geben. Das heißt, ich werde jetzt sehr wahrscheinlich einen Prozess bekommen. Aber ich bin schon mal erstens mal, ich bin nicht Martin Reiter. Ich gehöre nicht zur Tacheles Stiftung. Ich vertrete nicht die Interessen von der Tacheles Stiftung, sondern ich vertrete die Interessen von der Tacheles Art Akademie. Nämlich einen Platz für freie Bildung für alle. Und Bildung in Action, was wir jetzt gerade hier machen. Siehst du, wir machen gerade Bildung in Aktion. Wir haben Laura und ich gehören zu diesem Projekt. Und deswegen haben die auch die Daten von Laura und mir jetzt. Mhm. Und wir haben nichts zu befürchten. Wir haben keine Angst. Wir sind hier jetzt bis jetzt immer nur Gutes getan. Wir haben immer etwas geguckt. Lisa ist jetzt unsere jüngste Schülerin. Die ist jetzt auch schon aufgetaucht. Sie ist unsere Nützerin. Und vielleicht könnte man sie auch mal... Lisa, guck mal. Und weißt du, wenn man jung ist, ist man auch ganz wichtig, weil junge Menschen haben auch eine Stimme. Und junge Menschen müssen auch immer in die Gemeinschaft beziehen. Und die müssen, weil du keine Gemeinschaft bist, ist für uns sehr wichtig, dass wir deine Meinung wissen, deine Stimme hören. Und du bist jetzt hier eine Nützerin von unserer Schule. Und können wir wissen, wie du das Ganze siehst? Was so viele Menschen hier was getan? Möchtest du jetzt nicht sagen, ne? Kann Lisa fragen. Papa ist ja schon alt im Tacheles auch. Er ist unser Architekt. Und er kann ja auch, das ist jetzt eine Tochter. Naja, für Lisa ist das erste Erlebnis auch gewesen, dass das Biotop kaputt gegangen ist, dass die Freifläche geräumt worden ist, dass die Mauer gebaut worden ist. Und es ist das Leben mit Krieg, ja, für Kinder. Ich hatte am Anfang die was mit den Fröschen zusammen im Teich, hat die jede Blume gekannt, hat die Bands miterlebt schon als Baby, hat sie auf der Bühne bei südländischer oder brasilianischer Musik und es ist für sie ein nicht nachvollziehbarer Rückschritt, der hier stufenweise passiert und es ist ja auch so verrückt und nicht zu verstehen, was an Provokationen seitens der Bank hier läuft, dass ein Wachschuss hier
einfach die Tore zumachen darf. Wir hatten diese Brücke gebaut über diese Mauer, dass sie mit Schweißbrennern zerschnitten werden darf. Es ist albern, diese Mauer vor allem, als hätte irgendeinem der Hausbesetzer ein bestimmtes Grundstücksanteil gehört. Und der Hauptzugang ist versperrt worden. Ich schüttel auch den Kopf, weil ich der erste Architekt war, der das Ding unter Denkmalschutz gestellt hat, dass man ein denkmalgeschütztes Haus mit einer Mauer versauen darf. Es war auch die Feuerwehrzufahrt hier gewesen. Wir haben einen Zaunirrgarten erhalten. Die Metallwerkstatt im hinteren Gelände ist für Fremde oder für Besucher, die alle zu zigtausenden hierher kommen wollen, nicht nachvollziehbar, in welchem perversen Irrgarten über Parkplätze hinweg, über Pfützen hinweg, im Winter, im Dunkeln, unbeleuchtet, muss man sich da den Weg bahnen, um überhaupt noch die Metallplastiken zu sehen. Das ist nur ein Beispiel. Du kennst ja das Haus schon seit langem. Du hast ja auch die ganze Geschichte erlebt. Deswegen ist es auch wichtig, er ist auch ein Mensch, der die ganze Geschichte kennt. Und deswegen ist es so wichtig, dass gerade wir sind hier in Mitte, wir wollen was für die Kinder in Mitte. Wir wollen, ich habe es heute auch Schulze noch mal gesagt, ich werde hier, wir wollen einen Freiplatz. Billige Räume. Das ist ein Jagdfeld, da hat er hier auch Hase. Aber ich mache da mal so ein Lothar. Noch einer.